Besondere an der verzahnten Ausbildung ist, ich mache meinen Förderunterricht in Annastift, weil da werde ich halt mehr gefördert und hier mache ich nur meinen praktischen Teil. Die Stärken von den Praktikanten vom Annastift sind, glaube ich, dass sie oft sehr gute handwerkliche Fähigkeiten mitbringen. Wie man Gangschaltung einstellt, wie man zentriert, wie man einspeicht, aufspeicht. Ich trage Hörgeräte von Geburt an und dadurch kann ich manche Sachen nicht so gut hören oder auch Wörter nicht so gut verstehen oder Geräusche oder Töne, wie zum Beispiel von der Speiche, wenn man dieses Klingen macht. Die Speichen dürfen nicht zu locker oder zu stramm sitzen und da gibt es so eine Druckform, wie man das spürt. Ich spüre Sachen viel intensiver. Was man jedenfalls sofort merkt, dass er irgendwie seine Hände benutzen kann, dass er das, was man ihm zeigt, auch sofort umsetzen kann. Bei uns fallen erstmal gar keine Kosten an, das ist natürlich auch noch ein Vorteil. Mein Ziel für die Zukunft ist, dass ich meine Ausbildung mit einem Fahrradmechatroniker abschließe, dann irgendwo 2-3 Jahre arbeiten und dann meine eigene Firma aufmachen. Also das Annastift findet man, glaube ich, so die verborgenen Schätze im Arbeitsmarkt, die sonst keine Chance gekriegt hätten.